As much as our world changes, it always stays the same. Our gods do not determine who is right, only who is left. The soldier, above all others, prays for peace. But which gods exactly are we to pray to? Damit ein Hallo und willkommen zur Wodinne Showbox. Wir starten heute Feria. So, wie ihr es vielleicht schon im Vorspann gesehen habt, es hat gewisse Ähnlichkeit mit Roguebook, das ich hier auf meinem Kanal auch schon gespielt habe. Das hat einen bestimmten Grund, und zwar ist es der Vorgänger, wenn man so will, vom gleichen Entwickler. Feria ist ein Kartenspiel, aber auch ein Brettspiel. Und ja, es ist zum ersten Mal released worden vor knapp 5 Jahren. Ja, vor knapp, es sind schon 5 Jahre her. Ne, vier. 4 Jahre sind es her, und da war das Spiel noch kostenlos. Und jetzt kostet es Geld, seit der Veröffentlichung vor 2 Jahren. Ich habe mir das Spiel hier jetzt gegönnt, weil es mal im Sale war. Ich unbedingt es spielen wollte. Dazu habe ich mir noch das Premium-Bundle gekauft, was bedeutet, wir leveln schneller, dann kann ich euch schneller einiges zeigen vom Spiel, alle Karten zeigen. Und dann habe ich mir noch das neueste Update dazu gekauft, den neuesten DLC, die Chroniken von Ganana heißt es, glaube ich. Und ja, damit sei alles gesagt, wir starten hier jetzt, glaube ich, direkt ins Tutorial. Ich habe das Spiel nur mal kurz gesehen, ich gehe mit euch hier quasi blind rein. Und ich versuche das hier am besten zu meistern. So, hier können wir, glaube ich, bauen. Und zwar können wir hier Länder bauen, wie es uns gefällt. Gib die Runde ab. So, das ist übrigens Shara. Wie lautet denn dein Name? Können wir das ganz eingeben? Ja gut, dann geben wir einfach nur Volinio. Volinio. So. Du kannst deinen Namen später nicht mehr ändern. Das ist okay. Feria. Ich kann eine Kreatur beschwören. Sie hat jetzt eine Kreatur beschworen, einen wilden Reiter. Den kennen wir auch noch. Von Shara aus Roguebook. So, jetzt bekommen wir das Ganze hier erklärt, und zwar die Kosten. Kosten 3. Hier haben wir unseren Energiebundle. Dann, das ist der Angriff, und das sind die Leben, die er hat. Alles klar. Das ist für Hugo, glaube ich, heißt er. Wir können jetzt das Jagd quasi. Ah, wir können noch 2 Länder spielen, das sollen wir machen. Hierher und hierher. Okay, dann wähle das Jack. Und das setzen wir hierher. Und dann beenden wir unseren Zug. Kreaturen müssen eine Wendung warten, bevor sie angreifen. Alles klar. Die greifen also nicht jetzt direkt an. Er greift uns an. Halsabschneider. Wir bekommen ebenso einen Halsabschneider. Vernichtet diesen Bandit, damit wir zum Gegenangriff übergehen können. Greife an. Beim heiligen Jack. So, dann können wir den Hals abschneiden. Das ist, glaube ich, ihr Weg, und das hellgrüne ist unser Weg. Und dann beenden wir mal den Zug. So, sie hat ebenso einen Halsabschneider gespielt. Was ist das denn? Ein Vollstrecker der Dampfschmiede. Beweg dich vorwärts und greife Shara direkt an. Das können wir machen. Gut gekämpft. Das war ja nicht wirklich schwer. Wunderbar. Jetzt behalten wir Missionsbelohnungen.
den Bauernjungen und den Sturzflug. So, da haben wir jetzt noch diverse Missionen, die wir machen müssen. Balha. Das sieht doch ganz cool aus. Also mir gefällt das. Ah, schaut mal, was wir hier haben. Ich glaube, die kennt ihr ja auch schon aus dem Logbook. Das sind Feriabrunnen. Kreaturen können an Brunnen zusätzliches Feria sammeln. Alles klar. Da hat er den Wilden Reiter gespielt, das ist ja nicht Scharre. Das ist jetzt Balha. Ich werde alle vier Feriabrunnen kontrollieren. Das werden wir versuchen zu verhindern. Ja, mein Bauerjunge. Das ist, glaube ich, eher so einfach nur, um den Brunnen zu kontrollieren. Reite, sammle Feria. Okay, mein Zug. Wir können jetzt. Ah, warte mal, was machst du denn? Wieder zurück. Ups, ich habe den Herd angelassen. Schaffst du diesen Kampf alleine? Danke. Aha. Dann gehen wir mal hier rüber. Machen mal die Dampfschmiede hierher. Bitte greif mich nicht an. Okay, der hat einen Angriff nur und wage es nicht, unser Fährer zu stehlen. Mit dem Bauernjungen können wir jetzt hier hin. Sammelt er das da ein? Jawohl. So, dir mache ich mal den Weg zu. Du greifst ja nur mit 1 an, ne? Dann kann ich mit dir 1 vor. Und das Jack, das lassen wir mal. Wir müssen das ja hierhin bewegen, um es zu bekommen, glaube ich. Oder? Ne, wir können es auch, glaube ich, stehen lassen. Machen wir mal so. Den Rest hebe ich mir auf. So, der spielt einen Halsabschneider hierher. Ziehe 2 Karten, Weisheit. Ja, das haben sie beide eingesammelt, wunderbar. Füge einer Kreatur einen Schaden zu. Ergebnisse können nur einmal eingesetzt werden. Bestens, bestens. Dann machen wir hier 1, 2. Hauen, glaube ich, auf ihn drauf, dann ist er weg. Kann sie sich noch bewegen? Nee. Und das Jagd, das kann sich hierhin bewegen. Lass das Jagd mal hier stehen. Nächste Runde spielen wir die wandelnde Festung. Vollstrecker der Dampfschmiede. Gehen wir eins vor. So, du kommst hier hin. Der Junge bleibt hier stehen. Wir können noch 2 Felder bauen. Wir bauen hier erstmal zu. Dass er mich nicht belästigt. Mit euch habe ich schon bewegt. Die müssen hier bleiben. Du gehst mal einen zurück. Falls der hierher kommt, um anzugreifen. So, den schnappen wir uns noch hier. Haben wir 8. Hau mal auf ihn drauf.
gehst hier hin. Okay, wir können nur eigene Kreaturen auf unserem Feld beschwören. Wenn der hierher kommen sollte, spielen wir mal den hierher. Und der macht hier zu, war klar. Spielt noch einen wilden Reiter. So, wir können aber hier auch jetzt hinspielen. Wunderbar. Du gehst mal hierher, schnappst dir das. Keulenschwinger. So, dann spielen wir mal Keulenschwinger hierher. Und falls dir irgendwie hier was hinbeschwört, das als Absicherung. So, die Ferienbrücken gehören ja alle mir. Okay, jetzt liegt er richtig los. Lagerfeuer, gib einer Kreatur 1-1. Den haben wir weg. Den haben wir weg. Und selbst wenn du jetzt angreifst hier, haust du dich selbst weg. Kann irgendjemand sich noch bewegen? Nee, ne? Können das hier bauen. Oder einen wilden Reiter rein. Da steht der sowieso dann. Sturzflug. Brauchen wir nicht zu spielen. Wir machen mal den da drauf. Haut ihn raus. Wir belagern dich jetzt. Kannst du angreifen? Ja, kannst du angreifen? Jawohl. Das war doch nice. Vollstrecker der Dampfmaschine haben wir bekommen. So, ein Puzzle. Was ist das denn? Fähigkeiten werden am Heldenkopfende der Karte erläutert. Okay, hier haben wir irgendwas. Gewinne diesen Zug. Gewinne diesen Zug. Okay, Kreaturen mit Hass können sofort angreifen. Eile, okay. Dann. Lassen wir dich hier hin. Oh! Das war natürlich verkehrt. Können wir das nochmal wiederholen? Okay. Wir müssen das hier spielen. Dann können wir das hier auf ihn spielen. Dich einen vorlaufen lassen und dann angreifen. Okay. Da haben wir die Eile erklärt bekommen. Neue Karten, dann haben wir Jalmar. Aufgabe Nummer 2.
Sogar der Cursor ist dasselbe wie bei Rogue. Was müssen wir denn machen? Gewinne in diesem Zug. Du kannst Länder angrenzend zu einem gegnerischen Land platzieren, wenn du eine Kreatur draufstehen hast. Bewege den Bauernjungen auf ein gegnerisches Feld. Hat er. Und jetzt können wir quasi hier und hier bauen. Das ist ja witzig. So kann man dann quasi überspringen. Und selbst wenn wir nicht mehr hingehen sollten, oder hingehen könnten, macht er dann neue Wege frei. Dünenforster Bär und Naturblanz. Da, krasse neue Karten bekommen. Dann habe ich ja Tarum. So, ist das das erste richtige Battle? Sieht mir fast so aus. Mein Zug. Wir können. Wälder sind die Quelle meiner Macht. So, Bauernjunge. So, das war mal gleich falsch gespielt am Anfang, ne? Wälder lassen ihn mächtige Karten spielen. Okay, wir können auch Wälder spielen. Manche Karten erfordern farbige Länder, um gespielt zu werden. Aha, der braucht hier einen Wald. Da steht's. Ein Wald. Okay, dann setzen wir die Bestie hier rein. Sehr geil. Übles Ding. Da hat ein Irrlicht erschaffen. Dies erhält. In jedem Zug kannst du entweder ein Land. Aha. Krass, der wird immer stärker. Noch ein Golem. Ah, wir können entweder einen Wald oder hier zwei von dem Gebiet hier bauen. So, bauen wir das mal. Du gehst einen vor. Du bleibst mal hier. Wir können sonst nichts spielen. Einzug. Und zwar mache ich jetzt als nächstes das hier hin und das hier hin. Du kannst mal gleich hier das abholen. Du kannst das hier abholen. Der braucht 5 Wälder. Uiuiui. Da müssen wir ein paar Wälder spielen als nächstes. Wir versuchen den so schnell wie möglich rauszuhauen. Wähle eine Karte, um ihre Fähigkeit zu sehen. Der macht 3 Schaden. Wir müssen jetzt einen Wald hier hinpflanzen. Und können. Na, den können wir nicht bauen, ne? Der braucht ja 5 Wälder.
Können wir den Keulenschwinger hier reinsetzen? Ja, könnten wir. So, wo gehst du denn hin? So, langsam wird es eng für ihn da oben. Du deckst mal hier das ab. Ich will nicht, dass das umkämpft ist. Aha. Der haut sich ja fast selbst raus. Ticke Kreatur. Gib einer Kreatur 2-2. Schlüsselfähigkeiten werden oben angezeigt. Aha, die Gabe. Dieser Effekt wird einmalig ausgelöst, wenn du die Karte von deiner Hand spielst. Kein Problem. Wir machen hier noch einen Baum. Dann machen wir den Bärmann stark. Gib einer Kreatur. Müssen wir das in die Wälder spielen? Ja, so wie es ausschaut, müssen wir das in die Wälder spielen. Ah, so funktioniert das, wenn wir ihn spielen. Bekommt er hier 2 plus? Kannst du dich jetzt noch bewegen? Nee. Wir können aber den hier spielen. Die Musik könnte noch ein kleines bisschen lauter sein, findet ihr nicht? Genau. Die allgemeine machen wir ein bisschen runter, aber die Musik wollen wir mal ein bisschen hören. Genau. Dann spielen wir weiter im Wald. Wir haben jetzt 4 Wälder gepflanzt schon. Krass starkes Monster. Hat er aber auch gespielt, ein Saatesser. Der greift mit 4 an. Und ansonsten können wir leider nichts spielen. Ich gehe mit dir jetzt noch einen nach vorne. So langsam wird es eng für ihn. Halsabschneider. Bringt ja nicht viel. Gib einer Kreatur 1-1. Das spielen wir auf dich. Auf den Keulenschwinger. Dann kann der Keulenschwinger nämlich hier überleben. Wir können hier einen Wald spielen und Alter, wieso ist das Monster so stark? Kann der jetzt überhaupt noch? Ja klar, er könnte Karten spielen. Aber ich glaube, das war's für ihn. Spott. Beide. Dieser Gegner hat Spott. Angrenzende Kreaturen können nichts anderes tun, als die Kreatur anzugreifen oder zu passen. Kreaturen neben dem Gegner. Okay. Dann machen wir das halt. War das okay, wie wir es gemacht haben? Ich denke schon. Ah, den Rebellenschleuderer. Der gibt uns aber keine Dolche auf die Hand, sondern er fügt einem Gegner 2 Schaden zu.
So, jetzt haben wir noch die letzte Mission hier. Die schauen wir uns auch noch an. So, viel Glück einfach nur. Was kann der? Erschaffe auf jeden zu. Oh, in seinem letzten Atemzug. Interessant. Okay, wir holen uns gleich das mal, dass wir einen Zug mehr, eine Energie mehr haben. Ein würdiges Opfer. Krass. Ich habe alle vier Elemente gemeistert. Das hat er wohl. Sei vorsichtig, gegen diesen Dummkopf verliere ich immer. Ja, der scheint extrem gut zu sein. So, dann wo wollen wir den Keulen hier? Machen wir das hier rein. Als kleine Verteidigung. Er zieht extrem viele Karten. Mein Geist ist grenzenlos. Fügt einer Kreatur einen Schaden zu. Ich will so schnell wie möglich an diese Feria-Brunnen. Leider können wir jetzt nichts mehr spielen. Wow, mörderischer Schatten. Der Tod kommt aus der Wüste. Fügt deinem Gegner zwei Schaden zu. Okay, okay. Interessant. Dann machen wir... das hier. Können wir das nur auf dem... Nee, das können wir nicht nur auf dem Wald spielen. Wenn der aber vorbeikommt. Schau mal, was ich hier für dich habe. Der Rebellenschleuderer. So, jetzt kann er sich nämlich auch wehren. Und dann können wir ihn noch raushauen. Brenne. Okay. Das war ja frech. So, zwei neue Kräfte freigeschaltet. Du kannst jetzt entweder eine Karte ziehen oder ein Ferry erhalten, statt Länder zu machen. So, ich mach da aber erstmal zu. Füge deinem Gegner zwei Schaden zu. Das reicht nämlich.
direkt angegriffen, was ein Penner. Dubiose. Düster Frostbär, okay. Wir müssen ihn raushauen. Das heißt natürlich dann auch bei uns Adieu. Dann bauen wir. Das ist mir zu weit weg. Das hier hin. Bauen noch einen Wald hier oben ran. So, jetzt bin ich nämlich direkt an dir. Das endet jetzt. Sinkt das Leben des Meisters auf 1. What the hell? Den Geist musst du umbringen. Okay, wenn wir den töten, macht er sie mit seinem letzten Atemzug quasi hier. Sturzflug. Wie kann ich den denn? Geh du mal eins hoch. Dann bauen wir hier eins, zwei hin. So, du bist mal weg aus dem. Du nervst nämlich. Ziehe 5 Karten. Spott, letzter Atemzug erhalte 2 Leben. Ich hab mich ja eigentlich ganz gut gesetzt, deswegen holen wir uns jetzt mal einen extra, um den Bär hier zu beschwören. Wunderbar. Nächste Runde bekommen wir dann ein bisschen mehr. Hat hier ein Wasser gemacht. Ansturm. Was hat der denn? Ansturm 3. Die Kreatur kann sich bis zu einer Linie von 3 auf gerader Linie bewegen. Das ist nervig. So, greift man den hier ab. Ich greife ihn jetzt natürlich nicht an. Vorerst mal. Dann, was machen wir als nächstes? Sollen wir hier 2 oder... Ich baue mal noch einen Wald. Und zwar bauen wir den Wald... hierher. Oh, wow. Sei fast Kanonenfutter.
Jetzt da ein Zug für deinen Gegner 2 Schaden zu. Dann haben wir den Tiki-Wächter. Ziehen wir noch eine Karte. Wir brauchen 5 Wälder. Auf Flucht und zugenäht. Gegenseitig weg. Und dann muss ich das so lassen, wie es ist. Bringt nichts. Wo bewegst du dich hin? Wo bewegst du dich hin? Alles klar, da holt sich den ab. Weiter der Verwüstung. So, wenn wir ihn aber schneller erledigen könnten, als er uns erledigen kann. Erstmal noch einen Wald bauen. Hierher. Wir haben jetzt 5 Wälder. So, dann überlebt er sogar. Und dann können wir das Yak hier dazu zwingen, hier oben anzugreifen. So, du machst erstmal. Ah, du kannst den angreifen, das ist bitter. Wir holen uns eins extra. Der bekommt mir zu viel. Ganz schön frech. Wunderbar. Wir holen uns definitiv hier eins. Selbst wenn der jetzt mir hier 6 Schaden zufügt, kommt er nicht darum. Die Dampfmaschine hier zu blocken, hoffe ich. Ja, genau so sieht es nämlich aus. Und das ist der Sieg. Juhu! Willkommen in Feria. Trophäe bekommen. Wir haben das Tutorial komplett durchgespielt. Haben jetzt so viele Karten bekommen. Oh. Die schauen wir uns natürlich alle an, wenn wir sie ziehen. Neues Rezept. Freigeschaltet. Grünes Starterdeck. Jetzt müssen wir uns einen Account erstellen. Gut, das mache ich später. Glückwunsch, du hast das Hauptmenü von Feria freigeschaltet. Lass uns damit anfangen, dein erstes Deck zu bauen. Okay, cool, das erste Deck. Das schauen wir uns mal in der nächsten Folge an. Hier mache ich einen kurzen Cut. Das Tutorial hat doch Lust auf mehr gemacht. Ich hoffe, bei euch kam das auch so an. Und wenn das so ist, schaltet das nächste Mal wieder ein. Vergesst nicht zu abonnieren und die Glocke zu drücken. Dann werdet ihr immer informiert, wenn was Neues rauskommt. Bis dahin.
Bis zur nächsten Folge Ferrier. Macht's gut, habt eine gute Zeit.